Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Schlammfischerbucht anzunehmen bei Nathanos Pestwurfer in Suldazar an dieser Position. Vorquest zu dieser Quest ist Missionsbericht Schlammfischerbucht. Nehm die Quest an. Da darf man sich jetzt nach Ustvar begeben und zu diesem Punkt kommen. Nun, ich werde zwar mich nach Ustvar begeben, hier kommt man an, werde dann aber nach Ivargardesund fliegen, weil der angezielte Punkt ist näher zum einem Flugpunkt im Ivargardesund. So. Also ab zum Flugmeister. Berichtet mir von euren Reisen. Wie ihr seht, der Flugpunkt ist ziemlich weit und der da, wobei der auch von einem Speer bewacht ist, den habt ihr vielleicht gar nicht. Deshalb fliege ich hierhin, schmelzender Gletscher. Die nächste Runde. Solltet ihr diesen Flugpunkt, den ich anziele, nicht haben, könnt ihr einfach hier diesen Weg entlang laufen, also von hier oben nach unten, hier entlang. Hier müsst ihr aufpassen, ist Allianzgebiet. Also einfach vorbei und dann weiter hier entlang. Nun dauert ein bisschen der Flug. Also mir ist es lieber, wenn der Flug ein bisschen länger dauert und ich nachher nicht so weit zum Laufen habe, als umgekehrt. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Flug sollte nicht mehr allzu lange dauern. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben und oder abonnieren, würde mich sehr freuen und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. So. Schon im Landeanflug. Man wird auch ein kurzes Stück über Wasser laufen müssen. Aber selbst wenn man keine Klasse hat, die Wasser wandern kann oder nicht sein Wasserschreiter, finde ich, es ist immer noch kürzer, als wenn man zu einem anderen Flugpunkt fliegt. So. Nun geht's hier übers Wasser. Ich könnte jetzt einfach links auf dem Wasser entlang laufen. Aber falls dieses Video jemand sieht, der überhaupt keine Möglichkeit hat, um übers Wasser zu laufen, dann ist dieser Weg jetzt, den ich zeige, optimaler, sage ich mal. Gleich bin ich auch schon da. Nun geht's hier links nach unten. So, hier angekommen. Hier auch die Map nochmal. Darf man dieses Banner der Horde benutzen? Quest wäre bereit zur Abgabe. Was ich aber in diesem Fall mache, bevor ich die Quest abgebe, ist den Flugpunkt holen, weil dafür mache ich ja die Quest.
Quest ist dann abzugeben bei Gaben Schwarzhof in Dwustwar an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.